Der Vortragsraum in der Stadtbücherei Dülmen füllte sich schnell. Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Dülmener Schulen waren gekommen, um sich die Lesung des Kinder- und Jugendbuchautors Jochen Till anzuhören. Gesponsert wird das Ganze von der Dülmener Bürgerstiftung. Also wir haben verschiedene Schulen angesprochen. Von der 6. bis zur 8. Klasse sind bei uns Schulklassen vertreten, die eben im Rahmen dieser Abenteuer lesen, so heißt diese Veranstaltungsreihe, vorbeikommen zu insgesamt 5 Veranstaltungen, die von der Bürgerstiftung gesponsert wird und die wir mit dem Autor Jochen Till durchführen. Also da ist zum Beispiel unter anderem das Annette von Droste-Hülshoff-Gymnasium dabei, die Hermann-Leser-Schule war auch schon da. Das ist also ganz breit gemischt und vor allen Dingen die 7. Klassen hatten in diesem Jahr ein besonders starkes Interesse an den Veranstaltungen. Mit Spannung verfolgten die Schülerinnen und Schüler die Lesung von Jochen Till. In humorvoller und interessanter Form las Till von lustigen Begebenheiten und ersten Beziehungen. Am Anfang jedoch stand die Frage, wie wird man Schriftsteller? Das war bei mir eher Zufall. Ich habe mein erstes Buch nur für eine Freundin geschrieben, um ihr einen Traum zu erfüllen. Also bei mir war es eher Zufall. Morgen erscheint mein 66. Buch. Es hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Ich habe zuerst hauptsächlich Jugendbücher geschrieben, so ab 13, 14. Und jetzt bin ich eher für Kinder. Das fängt so bei 6 an, halt geht bis 10. Was soll ich denn sonst rüberwerfen? Ein Schuh? Vergiss das rüberwerfen. Du gehst jetzt vor ans Gelände und schaust ein bisschen in die Gegend. Wenn eine von ihnen in deine Richtung guckt, grinst du sie freundlich an und sagst, hola. Nach einer Stunde endete die Lesung. Zwischendurch konnten die Schülerinnen und Schüler Fragen an den Autor stellen. In den nächsten Tagen finden weitere Lesungen in der Stadtbücherei Dülmen statt.